Hallo zusammen, ich bin Wolf Fuß und neben mir sitzt heute der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und ich bin wirklich gespannt auf die heutige Partie. Und los geht's. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Eckball geht's. Ecke kommt rein. Szene geht weiter. Soleimani. Da trennt er ihn vom Ball. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Und das ist der Ballverlust. Kevin Babu. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt gibt's Einwurf. Gut aufgepasst und abgefangen. Schwegler. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Kein Tor. Super Kopfball, technisch perfekt, aber dann das Aluminium im Weg. Soleimani. Jetzt wird's gefährlich. Oro. Jetzt könnte der Pass kommen. Geht er rein? Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Von Bergen. Soleimani. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Gefährlich, immer noch. Jetzt kommt der Schuss. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Da kommt der Pass. Gute Chance. Und jetzt die Chance. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Oro. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Gibt's jetzt die Gelegenheit?
Tommy Juric. Sehr gut aufgepasst. Soleimani. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Oro. Und er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Er macht es. Jetzt vielleicht. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Oro. Guter Pass jetzt. Jetzt ist er auf. Gute Aktion. Die kurze Variante. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Oro. Und er geht am Gegner. Und jetzt ein Schuss. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder. Ja, sie machen das gut, haben sich einige Chancen herausspielen können und hier hat es jetzt mit dem Treffer geklappt. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Schulz. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte die Chance werden. Starker Einsatz. Da hat er sich zurückgekämpft und holt den Ball wieder. Von Bergen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Oro. Gut verteidigt hier. Klasse Pass jetzt. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Benito. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Soleimani. Schöne Aktion. Da ist die Flanke. Ball ist... Freistoßentscheidung korrekt. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da ist die Flanke. Wird das jetzt gefährlich? Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Oro.
könnte eine Gelegenheit werden. Den Ball verlängert er per Kopf. Da können sie erstmal klären. Und Eckstoß. Die Ecke kommt rein. Oro! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Toller Treffer, da kam die Ecke perfekt rein. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber... Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt wird's gefährlich. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sehr gute Passquote, auch der Ball kommt an. Rave, da versuchen sie es mit. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Rodriguez. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Wird's jetzt gefährlich? Oh, oh, gute Chance. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Schulz. Rodriguez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Noch ist die Chance da. Gute Parade. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Wird das eine Torchance? Schuss und Tor! Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Hier nochmal dieser Treffer. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt könnte es gefährlich werden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schwegler. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert.
Der Angriff könnte was werden. Die Chance lebt noch. Trifft er, ja, drin, Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler nochmal pushen. Er gibt Abseits. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. So wird das nichts. Vielleicht zu lässig hier. Schöne Aktion. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Macht er ihn. Jetzt treffen sie, aber sie liegen weiter deutlich zurück. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen sie den Vorbereiter zurecht feiern. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. 5:1 jetzt also der Spielstand. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schöner Pass. Abwehr muss aufpassen bei dieser Ecke. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sie kommen jetzt über außen. Ganz energisch. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Tommy Juric mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Es wird eine Auswechslung geben. Das wird jetzt Abschluss geben. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Schmied. Und das ist der Ballverlust. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser... Super Pass! Gefährlich! Klasse Zuspiel! Und da verlieren sie den Ball. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Lustenberger. Wird's jetzt gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Rave. Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen.
Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Ball kommt rein. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, oh. Und jetzt ein Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Das könnte die Chance werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Und jetzt die Chance. Oh, oh. Und er geht am Gegen. Und jetzt ein Schuss. Die Ecke kommt rein. Oh, oh. Wird's jetzt gefährlich? Oh, oh, gute Chance. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Schuss und Tor. Der Angriff könnte was werden. Die Chance lebt noch. Trifft er, ja, drin, Tor. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Macht er ihn. Jetzt treffen sie. Aber sie liegen weiter deutlich zurück.